Hi Leute, Paxcom hier. Ich begrüße euch recht herzlich zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video von Train Station 2. Der zweite Tag von dem Event hat gerade angefangen. Einloggen im Spiel. Okay, das kriegen wir ganz gut hin. Klicke auf die Pfeifen. Okay, da müssen wir warten, bis welche kommen. Beende beliebigen Auftrag. 3 Stück. Verdiene 100 Münzen. Okay, wir holen uns erstmal die tägliche Belohnung ab. Wie lange geht das Video? Wenn ich drücke ich ganz kurz auf die Pause. Bin gleich wieder bei euch. So, da bin ich wieder. So, 20 Diamanten. Sehr schön. Gut, ich habe mich entschieden hier, wenn man die Strecke sich anguckt, dass ich hier oben lang gehen werde, über den Tunnel, weil da muss ich weniger Aufträge machen, weil um den Unions-Account zu machen, will ich so wenig wie möglich Erfahrungspunkte durch die Level hier sammeln. Auf jeden Fall werde ich hier unten die Stephenson-Werke spielen und wir werden jetzt die nächsten Tage so viel spielen, dass wir gerade diese Aufträge hier erledigen können. Mal gucken, ob ich dann damit schon schaffe, eine goldene Lok mir zu holen. Also jetzt werden wir die Stephenson-Werke spielen. Okay, das war hier. Stephenson-Werke. Okay, das sollte relativ fix gehen. Wir haben ja Gott sei Dank schon eine dementsprechende Lok oder Zug, mit dem man das fahren kann. Gucken wir mal nebenbei, ob wir noch eine Pfeife sehen im Bahnhof. 3 Stück brauchen wir. Ich weiß ja nicht, wann das wieder weitergeht. Ob das immer nach einem Tag, also nach 24 Stunden neu startet, oder ob es erst dann neu startet, wenn ich diesen Tagesauftrag erledigt habe. Das werden wir dann sehen. So, wie weit ist der Auftrag? Ach, 29 Minuten braucht der Auftrag. Eieieiei. Na gut. Dann würde ich sagen, machen wir Pause. Und ich melde mich einfach dann nochmal, wenn es hier weitergeht. Na? Gut, bis dann. Ciao. So, da bin ich wieder. Auftrag ist beendet. Nebenbei habe ich am Bahnhof hier die 3 Pfeifen gesammelt. Na, das klingt ja auch klasse. Werden wir jetzt gleich mal die Belohnung abholen. So, jetzt mit dem Gold, was wir noch dazu bekommen haben, kann ich mir hier noch die 15 Teile kaufen. So, was haben wir denn jetzt? Okay, Klick auf die Pfeifen haben wir gemacht. Gibt es 25 Schlüssel? Jawohl, sehr schön. So, jetzt brauchen wir noch, also die 100 Münzen, die werde ich heute nicht mehr schaffen. Beende beliebigen Auftrag. Gut, dann machen wir weiter bei den Stephenson-Werken. Die nächsten Aufträge gehen, oh, ich habe noch genau 50 Teile, das passt ja. 30 Sekunden. Ich habe gerade die alte Werkstatt von George Stephenson gefunden. Ich bin so gespannt, was wir dort finden werden. Schauen wir mal. Ich habe noch mal auf einer Webseite nachgeschaut und hier gibt es wirklich die goldene Lok dann als Endbelohnung. Gut, dann müssen wir nachher noch mal welche schicken. Ich werde erstmal die Züge, die ich habe, erstmal nicht ausbauen. Obwohl ich ein bisschen was ausbauen könnte, aber erstens mal habe ich eh kein Geld. Und zweitens mal kann das gut möglich sein, dass das wieder eine Aufgabe ist von einem Tagesauftrag hier. Auch wenn ich dadurch jetzt erst einmal weniger Gold umholen kann. Ja, am Anfang ist das nicht ganz so leicht mit dem Gold. Eine sehr enge Ressource. So, das Lager. Ja, habe ich ein bisschen Eisenpulver, ein bisschen Stahl reingepackt. Die kann ich mir mal schnell holen. Und außerdem sind die Lager hier auch voll.
Das hier und das hier ist auch voll. Hier gibt es dann noch das, genau, das werde ich mir auf Lager legen dann. Und den Stahl, den werde ich mir dann hier in der Stahlfabrik holen. So, den nächsten Auftrag kann ich abholen. Okay, und jetzt machen wir. Kann ich gar nicht weitermachen. Den nächsten Steve ist in Auftrag. Weiter muss ich Level 7 sein. Okay, gut. Das ist doof. Dann müssen wir hier weitermachen. Mache ich Tunnel, weil ich habe mich entschieden, hier oben lang zu gehen. Zum Stahlwerk. Dann machen wir jetzt den Tunnel. So. Schiffshandel. Nee, verklickt. Den Tunnel. 20 Sekunden. Da brauche ich erstmal wieder ein bisschen was von dem Material. Wie viel brauche ich denn da? 20 Stück. Okay, super. Und das ist dann für heute jetzt der dritte Auftrag, den ich schaffe. Und mehr mache ich dann auch nicht in Aufträgen. Ah, wenn ich mir das hier angucke, da steht schon die goldene Lok hier. Seht ihr das? Es gibt einen Entwurf für eine der frühesten Lokomotiven von Stevenson. Glaubst du, wir können sie bauen? Ja, klar können wir die bauen, da steht sie. Aber das wird man dann aus der Level 7 machen können. So ist es halt. Solange gehen wir da oben lang. So, Tunnel. Und das wird dann der letzte Auftrag für heute werden. Ja, hier das Gold kann ich noch nicht schicken. Den Goldzug, das dauert noch eine Weile. Noch über eine Stunde. Aber den Auftrag holen wir noch gemeinsam ab. Haben wir wieder viele Schüssel verdient heute. Und was gibt es jetzt? 5 Gems. Na okay, gut. Alles klar. Gut. Dann. Gut, dort. Ja, das hole ich ja dann. 40 Gold kann ich ja dann mit dem aus London holen. Dann ist der Tagesauftrag auch erledigt. Hier haben wir auch was, wo ich abholen könnte, aber das mache ich auch erstmal nicht. Gut. An Zügen haben wir jetzt ja erstmal nur die 3 Stück. Dabei bleibt es auch erstmal eine Weile, bis wir wieder hier irgendwelche Schüssel einsetzen müssen und so weiter und so fort. Gut, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.